Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit dem Thorsten. Ja, 2 Wochen ist es her, dass die letzte Folge von mir kam. Ich weiß, Leute, aber ich hatte davor ziemlich viel zu tun. Und ich hatte davor auch noch, oder dann davor noch eine Woche Urlaub. Da habe ich natürlich Clash of Clans gespielt, allerdings fast nur in Livestreams. Habe zwischendurch 2 Shorts gebracht. Mehr recht als schlecht, aber ist egal. Clash of Clans gibt es natürlich für mich immer noch. Aber was hat sich die ganze Zeit getan? Was habt ihr bei mir nicht gesehen? Was haben wir verpasst? Eigentlich haben wir gar nichts verpasst. Aber der Mauern-Gem ist auf jeden Fall am Start. Und ich wollte eigentlich mit meinen Accounts nicht nur Mauern machen, sondern auch ein bisschen was anderes spielen. Obwohl viele Accounts von mir, ihr seht das hier jetzt gerade bei Uschi, die haben es auch nötig, jetzt auch mal so langsam so ein bisschen die Mauern zu machen. Aber wir gehen kurz durch. Es gibt natürlich neue Skins, den habe ich auch schon, zeige ich euch gleich. Es gibt natürlich die Clan-War-Liga, die nächsten 7 Tage werden wir auf jeden Fall auch live sein. Keine Frage, also ich versuche so oft wie es geht. Und wir haben natürlich die Challenge, die habe ich noch nicht geschafft, die habe ich gestern das erste Mal gespielt. Auch noch nicht so dolle, muss ich mir nochmal beim großen Meister angucken. Wir haben natürlich Raid Weekend, ist morgen früh vorbei, also wenn ihr das Video seht, ist das Ding schon Geschichte. Wir haben natürlich den Hammer Jam, noch 7 Tage, 12 Stunden. Der Hammer Jam endet übrigens exakt zum Start von Rathaus 16, denke ich mal. Und auch der Bauarbeiter hier, der hässliche, der nicht so schöne, entschuldigt bitte, ist dann verschwunden. Klar, zum Start von Rathaus 16 sollen alle mit 6 Bauarbeiter starten und keiner soll sich irgendwas dazu jammen. Also ist der dann auch erstmal weg. Wir bekommen den 4-Sterne-Bonus und wir bekommen auch das Town Hall. Wenn ihr in den News geschaut habt, hoffe ich, dass ihr Team Rot oder Team Blau seid. Ich hatte ja dazu aufgerufen in ein meiner kleinen Shorts und wenn ich hier reingehe, dann könnt ihr natürlich hier irgendwo wählen, blau oder grün. Ich habe mich hier für diesen Charakter hier, glaube ich, für blau entschieden. Ah, nee, ich bin Team Schwein. Okay, ich bin hier Team Schwein. Und aber das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich gucke mal. Ah, nee, ich schaue mal eben in die Liga rein. Stimmt, ich schaue mal eben in die Liga rein, die läuft ja auch. Also Totes Bande spielt dieses Mal nur eine 15er, Leute. Ihr wart echt faul, ihr seid hier nicht reingejoint. Auch die schon mal öfter hier waren, sind hier nicht reingejoint. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns hier die Zeit zu vertreiben. Allerdings sind die Gegner etwas gut und wir sind hier schon ein bisschen abgeschlagen. Ein paar Sterne werden wir noch machen. Ich denke, ich lege auch gleich los, das allerdings im Livestream. Und gehen wir kurz mal die Charaktere durch, beziehungsweise wir gehen kurz mal die Clans durch. Das Avatar Rathaus Level 15 ist, ja, das wusstet ihr, ne? Das wusstet ihr und hier bei Free-to-Play kann ich nur sagen, läuft echt richtig, richtig wie geschnitten Brot. Also wirklich cool und wir haben sogar Kommunikation im Clan, kaum zu glauben. Also nicht nur, dass jemand geht oder kommt, weil er die Clan-Stadtangriffe machen muss, sondern wir haben hier auch so ein bisschen lebhafte Gespräche abseits oder inseits der Streams. Und auch hier sieht es sehr, sehr gut aus in Kristall. Das erste Mal Kristall 1 für uns oder das zweite Mal, weiß ich gar nicht. Erstes Mal, zweite Mal. Nee, ich glaube, wir sind letzte Saison ja aufgestiegen. Und auch hier sieht es richtig, richtig proper aus, obwohl die Begegnungen noch anders werden. Wir werden wieder viele Hit-Ups machen müssen. Viele 15er warten auf uns, um uns niederzumatchen. Aber im Moment sieht es echt super, super nice aus mit 12 3-Sternern. 3 Sterne auf der gegnerischen Seite und die haben uns schon öfter mal probiert. Die haben uns schon öfter mal probiert, also wirklich öfter. Mal gucken. Ich nehme mal eben einen raus, dass wir wenigstens ein bisschen Clash of Clans haben hier heute. Also zum Wochenstart in die zweite oder erste, in die zweite Dezemberwoche ist das schon. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen ersten Advent und je nachdem, wer im Süden Deutschland wohnt, der hatte natürlich ein bisschen mit dem Wetter zu kämpfen. Je nachdem, wie man kämpft. Die einen sagen, ja, wir kämpfen mit dem Wetter. Die anderen sagen, ja, endlich schneit es. Endlich 70 cm Neuschnee. Deswegen ist das wohl immer so ein bisschen, teilweise ist es ein Segen, teilweise ist es natürlich ein Fluch, aber dennoch, hier ist es auch pickepacke kalt. Ihr habt das am Wochenende vielleicht mitbekommen, die in den Livestreams mit drin waren. Ich bin jetzt wieder at home und musste einen Tag eher abreisen oder anderthalb Tage bald eher abreisen, weil ich ein kleines Problem hatte, was ich nur hier lösen konnte und deswegen bin ich jetzt erstmal wieder ein wenig hier und mache hier aus der normalen Zentrale meine Videos und auch meine Livestreams. Also auch die solltet ihr in jedem Fall nicht verpassen. Twitch TV Schräger Toto clasht. Da war ich jetzt auch seit Samstag war ich am Start. Ich habe Freitag nicht gestreamt, weil ich Samstagmorgen gefahren bin und Samstag habe ich aber auch wieder gestreamt. Sonntag werde ich das auch machen, also heute, ja, jetzt gleich. Ich nehme jetzt
gleich, oder ich nehme jetzt gerade so vor dem eigentlichen Livestream auf. Ich habe noch ein bisschen Luft und habe gedacht, wo du sowieso alles auf hast, kannst du auch mal wieder eine Videofolge machen für deine Meute, damit die auch wissen, dass ich immer noch dabei bin. Ja, natürlich bin ich immer noch dabei. Allerdings ist abends live gehen etwas einfacher als tagsüber eine Videofolge drehen. Das könnt ihr mir glauben. Und manchmal bin ich aber auch nur faul. Aber okay. Dann ist auch nur mir geschuldet, aber so geht es auf jeden Fall hier weiter. Ich bleibe am Kanal dran. Ich bleibe auch bei Rathaus 16 sicherlich dran, hier mit Thorsten, ganz klar. Den werden wir auf 16 pushen und auch ein bisschen was machen. Ich mache da im Moment ja so gut wie fast gar nichts. Ich halte mich nur ein bisschen in Legende und droppe ein paar Pokale, denn unter 4.800 muss man denn sein, dass man dann die Legende wieder verlässt irgendwann. Und gerade so mitten im Monat, man munkelt ja so 11., 12., 16. soll Rathaus 16 kommen. Ich bin da auch mal gespannt. Die ersten Peaks gehen sicherlich die Tage los. Verpasst auf jeden Fall nicht die Sneak Previews bei, ich sag mal so, Itzo oder bei Noobs oder bei Mr. Mobile Fanboy. Bei mir, ja, ich kann nicht mehr sneaken. Ich hab's halt nicht mehr eher, das wisst ihr. Altes Thema, ist aber nicht so schlimm. Und deswegen schaut er das einfach bei den anderen und wir holen das dann nach. Also wenn ihr da meine Meinung einholen wollt oder so, am aller einfachsten ist das, wenn wir das in den Livestreams einholen. Und einige habe ich hier noch nie gesehen oder noch nie kämpfen gesehen, weil ich sie auch nicht wirklich kenne. Aber Crystal 1 hier, Free to Play, super dabei, muss ich wirklich mal so sagen. Und auch super, super Stimmung. Bei den Herausforderern haben wir noch ein paar 15er bekommen. Ich habe auch überhaupt nicht mehr gesucht, ob wir noch ein paar 15er reinbekommen. Aber ich kann euch in jedem Fall sagen, dass ich den Skin hier für den Worten schon habe. Ist klar, der kommt natürlich aus dem Pass. Ich finde die echt gut. Also wir haben sie früher, ich weiß nicht, wie alt ihr jetzt so seid, die mir jetzt zuschauen. Wir haben die früher Stutenmänner genannt. Also hier diese Lebkuchenmännchen oder Plättchen. Ja, sie sind ja eigentlich relativ platt. Und ich finde die Serie ganz gut. Bespielen tue ich noch keinen. Also nach wie vor habe ich hier die Hexen oder die Ghost Gang am Start. Tutto Completi. Und es soll wohl auch noch eine Szenerie geben. Ich weiß nur noch nicht wo. Oder gibt es hier einen Pass? Ich habe heute irgendwo gesehen, dass es eine Szenerie gibt. Eine epische Winterszenerie. Oder die kommt erst im Laufe der Wochen jetzt Richtung Weihnachten. Oder gibt es am Ende? Dann jamme ich durch. Sie kommt nicht. Ich habe Glück gehabt, ich muss nicht durchjammen. Okay. Ich muss nicht durchjammen, aber es kommt noch eine winterliche Szenerie wohl, also angepasst an das Jahr hier. Und ihr seht, im Battlelog habe ich gestern nochmal minus 56 gemacht, ist aber nicht schlimm. Ich bin noch 154 Sterne von der Legende entfernt. Den muss ich aufnehmen, den Erebus. Der hat gestern bei mir die Francis gewonnen. Und dementsprechend kann ich hier heftig collecten. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt weiter crafte, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich die 52 Millionen einfach stehen lassen soll bis zum Start von Rathaus 16 oder ob ich doch noch ein bisschen was aufholen oder ausgeben soll bis Rathaus 16 und lieber hier noch ein bisschen was in die Bank reinbekomme, denn bis dahin bekomme ich natürlich nichts in die Bank rein. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich hier jetzt ein bisschen was weitermache, dann verkräfte ich natürlich Gold und Elex, aber ich komme immer noch nicht in die Bredouille, dass ich dort oder überhaupt hier etwas reinfarmen kann. Was ein bisschen dusselig ist, manchmal im Pass, da musst du manchmal Ressourcen machen, im Moment nicht, im Moment nur Lager, Riesen, ein paar Sterne machen und so weiter. Das geht also noch, aber wenn es jetzt um Ressourcen ginge, dann würde ich natürlich recht aufgeschmissen wirken. Die können wir noch nicht updaten. Ich bin mal gespannt, ob das Rathaus Level 16 und dann Rathaus oder Wall Level 17 geben wird. Aber vielleicht zum Start schon. Das war bei Supercell ja eigentlich immer so. Ich habe heute noch nicht Pass gespielt. Okay, Leute, das müsst ihr auch manchmal bei mir ertragen, vor allen Dingen in den Livestreams, dass ich ab und zu auch mal ein bisschen Pass spiele. Naja, alles in allem. Aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Die Lupe. Wieso habe ich hier eine Lupe? Wieso habe ich eine Lupe in Legende? Also noch nicht mal Legende. Ah, okay. Ich dachte gerade. Das ist doof. Okay, das ist wieder dusselig. Macht aber nichts. Nehmen wir hin. Nehmen wir mal eben hin. Das war ein bisschen dusselig, aber wir brauchen ja den Minenwerfer, dass wir dort ein bisschen weiterkommen. Beziehungsweise dort hinkommen, wo wir den Minenwerfer machen, und das ist manchmal gar nicht
so einfach. Oh, zwei hat schon. Der Einser war schon doof. Den Dreier zünden wir auch hier am Giga Tesla. Das Ding geht jetzt down. Den können wir nochmal zünden hier. Wir haben noch die Kampfmaschine. Wir haben noch dreimal den hier. Okay, der geht auch down. Aber es wird trotzdem ziemlich eng. Weil jetzt die Kanone hier uns ein Ding nach dem anderen zerschießt und man muss ja wenigstens bis zum Minenwerfer kommen, dass ich wieder einen Zähler dabei kriege. Sollte aber, glaube ich, doch noch funktionieren. Nach dem Ding hier ist alles offen und wir nehmen die Kampfmaschine nochmal, dass ich sie nochmal ein bisschen durchheile. Die beiden Packies hier schaffen das und jetzt gucken wir gleich mal in die zweite Stage, ob wir die auch packen. Die laufen jetzt noch einmal raus oben zur Platte. Hier ist nichts mehr, was trollt. Sehr schön. Und dann gucken wir da mal weiter. 97%. Nochmal gezündet, braucht er gar nicht machen. Am Ende zündet die sowieso nochmal. Also man muss das nicht eben zeitgleich nochmal machen während des Angriffs, sondern wenn das letzte Ding weg ist und ihr könnt die Kampfmaschine zünden, dann ist sie sowieso weg. Okay, wir kommen hier fast nicht rein. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen alle vier hier mit drin. Ist mir jetzt Latte. Wenn wir dann auch hier zünden und auch hier am Zerschmetterer zünden, kriegen wir hoffentlich... Oh nein, wir kriegen das nicht. Ah, wir kriegen den Minenwerfer nicht. Das ist ja so ärgerlich. Ich kriege den Minenwerfer nicht. Okay, ich sollte den Battlecopter, glaube ich, nehmen. Ah, ich kriege den Minenwerfer nicht. Naja, aber immerhin bekomme ich die Sterne. Aber jetzt habe ich in das Passspiel hier nichts reingespielt. Keinen Minenwerfer da gemacht. Ein bisschen dusselig. Okay, aber hier in Champion 3 läuft alles. Wir können ein bisschen durchtauschen. 17, 28 sieht nicht so gut aus. Aber der Gegner hat auch nur einen Dreier. Wir haben auch einen Dreier. Der Gegner hat schon einen Einer und wir auch schon zwei Einer. Okay, wir müssen ein bisschen aufholen. Hier haben wir was live drin. Gucken wir mal rein. Timboy gegen Lias. Lias heißt es ja von Clan Main 2B. Ich hoffe nicht, es ist die Klasse 2B. Das wäre ein bisschen doof. Ich hoffe nicht, es ist die Klasse 2B. Okay, zwei Yetis sollen hier den Funnel bringen gegen eine Angriffsstrategie, die sich da nennt. Haben wir auch drüber gestritten. Es ist Bola Smash oder... Doch, es ist ein Bola Smash. Okay, das ist ein reiner Bola Smash. Gucken wir mal, wie er das hier reißt. Der Flamefinger hier, der Flammenwerfer, räumt schon mal ein bisschen auf. Also sorgt dafür, dass ein bisschen rumgefandelt wird, dass hier auch gleich seine Bola reingehen können. Er hat einen Sprungzauber, drei Wut, einen Ablenkungszauber, Skelettzauber und dementsprechend auch natürlich die Helden. Ich bin auch mal gespannt auf Ratus 16, ob die Helden 5 Level höher gehen, 10 Level höher gehen, 30 Level höher gehen. Wissen wir alles noch gar nicht. Ist alles nur in den Sternen, aber ich denke mal, ab nächste Woche wird das so ein bisschen losgehen mit den Sneakies hier. Ab nächste Woche, ja, bis nächsten Freitag oder bis diesen Freitag geht ja noch die CWL. Danach ist Wochenende und danach, denke ich mal, sollte Rathaus 16 am Start sein für uns. Dass wir da auch ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ein bisschen weiterkommen. Dass die Neugierde endlich befriedigt ist. Ihr euch wieder anschaut, wie ihr zu innerhalb von 5 Minuten Rathaus 16 Max ist. Und die anderen Streamer dann halt völlig in der Uhr und hinterherhängen, was aber auch nicht schlimm ist. Alles gut. Oh, die Bowler brechen hier ein bisschen aus. Also einige Bowler ist gut. Alle Bowler brechen hier erstmal aus. Jetzt wechseln die nochmal kurz die Richtung. Ah, nee, sie wechseln nicht. Okay, er muss das jetzt echt mit den Helden reißen. Die dummen Skelette lenken die gerade alle ab. Zwei gehen nochmal rein. Da ist aber auch schon der Adler noch mit drauf. Adler-Artillerie lebt also immer noch. Und alle Heiler sind noch am Start hier, allerdings auch nicht wieder wirklich was für Lufttruppen, aber die Lufttruppen sterben jetzt auch. Da oben ist der King am Stissel, holt sich das Compartment noch mit dem Monolithen. Die Queen hier unten holt sich erstmal den Kampfturm, dass der nicht nochmal auslöst. Einmal den Feger, jetzt den hoffentlich... Ja, sie geht auf den Adler. Okay, die Adler-Artillerie ist down. Hier unten kommt Raketenballon raus. Und nochmal zwei Yetis, die gehen außen rum. Der Roll Champion ist auch leider nicht mehr zündbar. Oh, schade, Nado gefunden. Leider nicht mehr zündbar, aber Nado gefunden. Gibt ein bisschen Fries für den was waren das jetzt gerade? Wie hieß das nochmal, die Defense? Bogenschützenturm. Ja, nicht Bogenschützenturm. Ich komme jetzt gar nicht drauf, wie diese Defense hieß. Wie heißt diese Defense da oben? Ich habe den Begriff echt vergessen, Leute. Ich habe den Begriff wirklich vergessen gerade. Ich glaube, die neue Demenz setzt ein. Es ist nicht der Minenwerfer, es ist nicht der Bogenschützenturm.
Es ist der X-Bogen. X-Bogen, ja, wegen dem X. Es ist der X-Bogen. Okay, 2 Sterne, wir brauchen aber irgendwo noch 3. Werden wir irgendwie hinbekommen. Ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall auf meinem Kanal. Also, wir haben, glaube ich, alles besprochen. Rathaus 16, Nature or Not. Hammer Jam oder Mauern Jam. Also, viele sagen, ich mache nur Mauern mit dem Mauern Jam. Ich würde sagen, ich mache einfach alles mit dem Hammer Jam, weil es ist alles ultra billig. Mauern kann man immer machen. Und der Hammer Jam ist, glaube ich, auch jetzt schon ewig nicht mehr da gewesen. Meistens auch nur einmal im Jahr. Und einmal im Jahr macht auch ihr nicht nur die Mauern. Wenn ihr der Meinung seid, dieses Video hat euch ganz gut gefallen, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren könnt ihr da unten den Kanal und folgen könnt ihr den Kanal natürlich auch auf Twitch TV, kostet auch nichts. Macht dort auch die Glocke an, dann verpasst ihr auch keinen Livestream mehr von mir. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Wochenstart, Leute. Kabel in der Hand. Danke. Bis dahin. Euer Toto. Clasht.